So, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Hallo, Harald Kautz. Das ist für mich jetzt ein absolutes Highlight heute noch, dass wir beide uns zu einem Gespräch getroffen haben. Ich bin gerade ein paar Kilometer hierher gefahren. Du hast auch einen ziemlich vollen Terminplan gehabt heute. Und wir haben heute Morgen schon miteinander gesprochen, weil wir beide uns heute mal über einen anderen Weg kennengelernt haben. Und ich darf hiermit auch freudig verkünden, dass du auf der nächsten Volition am 1. bis 3. Dezember in Mühlhausen, Thüringen zu Gast sein wirst, dort einen Vortrag halten wirst. Erstmal von meiner Seite herzlichen Dank, dass du zugesagt hast. Und wir haben uns heute Abend verabredet, über ein paar Themen mal so zu sprechen. Vielleicht gibst du mal so eine Richtung vor, was du für die Volition so im Petto hast. Und dann können wir mal schauen, wo wir heute Abend noch landen. Herzlich willkommen, danke, dass du da bist. Hallo. Ja. Also, du sagst, ich soll kurz sagen, was ich auf der Volition mache. Muss ich mal gucken, ob das aus dem Stegreif so geht. Wir haben heute Morgen irgendwie skizziert, umrissen. Ja. Also, ich bin ja viel in den letzten Jahren unterwegs gewesen im Bereich Medizinforschung, nicht Medizinentwicklung, aber Nahrungsergänzungsmittelentwicklung und dann halt die Formen, die noch nicht ihre Nische im Rechtlichen gefunden haben, wie Radionik zum Beispiel. Also so prinzipiell Bereich Informationsmedizin. Und wenn man da so in der Forschung tätig ist, dann begegnet man natürlich auch den anderen Strömungen, wie die Quantenmedizin, die mehr mit technischen Geräten unterwegs ist. Und das ist jetzt so ein bisschen so ein Weichenstellen. Ja. Wo will die Mehrheit der Menschen hin? Welche Lösungsoptionen gutieren sie mit Konsumentenverhalten? Und ich habe da eine relativ klare Linie, was mir gefällt und was mir nicht gefällt, und mache mir aber einen Kopf über andere Sachen, die ich für Fallen halte oder für Sackgassen. Und ich wollte quasi mal so das Thema definieren, auf dem Weg in eine selbstverantwortliche Gesundheitsfürsorge oder ja, Medizin, das Wort will ich gar nicht in den Mund nehmen. Gucken, wenn ich jetzt quasi die Dinge zusammenführe, die gut funktionieren, da habe ich den großen Bereich der Selbstheilungskräfte, was die Schulmedizin so unter Placebo abtut, das kann ich optimieren. Da hat sich nur niemand die Mühe gemacht bisher, diese seelischen Kräfte voll zu entfesseln. Ja. Ja. Und ich kann die Medizin umdefinieren und sagen, das, was wir kennen, das ist nur Symptomunterdrückung. Da Und wir geht es dann gehen auch in in die die Richtung. Primärursachenforschung rein und Genau, da geht es dann auch versuchen, in die Richtung. Ich denke mal, dass auch ja gerade Schulmedizin benutzt ja auch eine gewisse Art Sprache. Ja, die drückt sich ja über einen gewissen Weg aus. Ich sage mal Diagnose und was es so alles gibt, ja, so mit den dementsprechenden Klassifizierungen, kassenärztliche Vereinigungen, Gebührenordnung und was wir da alles haben. Dieser ganze Schwachsinn, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, ja. Und du hast gerade vorhin auch schon gesagt, es geht auch um die Definition, was ist Gesundheit tatsächlich, was ist das, wie kann man das vielleicht neu bewerten, ich sage es jetzt mal so, damit man auf der Verstandesebene bleiben, damit man auch eine Chance hat, das zu verstehen. Und also ich find gerade das Thema Selbstermächtigung, Selbstverantwortung, Eigenverantwortung, da steckt schon so viel drin, nämlich Eigenverantwortung, die eigene Antwort haben. Also Seele und Körper ist für mich auch eine Einheit, wobei der Körper nicht das niedere Element ist, sondern mindestens genauso erhaben wie das Seelische an sich. Weil wenn wir alle glauben, dass wir göttlich sind, dann schließt das den Körper auch mit ein. Also wenn ich das zusammenfassen möchte, es gibt diese beiden Elemente. Wenn ich das Prinzip Selbstheilung verstanden habe, also die Optimierung des Placebos, da bin ich in meiner Souveränität, weil ich als Seele mich verändere.
Ich gehe gar nicht über diese Leinwand der materiellen Schöpfung und versuche über das Außen mich selbst wieder zu erreichen, sondern ich bleibe in mir und verändere mich aus mir selbst heraus. Da ist eben diese Komponente der Selbstverantwortung ganz groß. Und auf der anderen Seite, wo es um die Stofflichkeit geht, kann ich nur sagen, diese Symptomunterdrückung ist hochkompliziert. Da muss ich tatsächlich studieren und mir eine Zulassung erwerben, um da mitreden zu können. Gesundheit ist Also bei ganz der einfach. Symptomunterdrückung wirst du geprüft, ob du das auch richtig gut kannst. Genau. Und das, was aber, wenn ich nach der Primärursache gucke, das ist entweder völlig natürlich und gehört so, oder es ist Mangelernährung oder es ist Vergiftung. Und das ist wieder relativ einfach zu handhaben und auch einfach zu verstehen und einfach zu diagnostizieren anhand von simpelsten Dingen, was wo schief hängt. Also ich brauche mit meinen Klienten irgendwie einen Blick. Ich sehe die Falte zwischen den Augenbrauen und die dunklen Ringe unter den Augen und weiß, da ist die Leber hops gegangen und ist im Ruhemodus, im Gifteinlagermodus. Und dann kann man die wieder in Betrieb nehmen, wenn man weiß, wie und gut ist. Und da hängen 100 Krankheiten und 20.000 Symptome hinten dran, die Schulmedizin einzeln bekämpfen Das wollen ist würde, bis der Katalog, ne? Patient tot umfällt. Da guckst du mal, da Ne? sucht dir was aus, ne? So in der Art. Ne? Genau. Na, also das ist so kurz umrissen Ja, die ich meine, das hat ja auch eine Bandbreite. Geschichte. Ja? Also ich meine, das jetzt auf Pharmaindustrie und Absatz und so weiter runter reduzieren, ist, glaube ich, ein bisschen zu oberflächlich. Da sind wir uns, glaube ich, beide einig, dass da eine lange, lange, lange Historie dahinter steckt und dass das, was jetzt ist, eine lange Vorbereitung genossen hat. Da sind wir mit Sicherheit uns einig. Na, nicht umsonst züngelt die Schlange um den Heilerstab und spricht Basil. Ne? Ich habe gerade ein sehr interessantes Buch gelesen, da ging es um Krankheit. Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du damit was anfangen. Ich habe da, also das beschäftigt sich auch mit Krankheit an sich. Ja, da geht es auch um Bibel, Heilige Schrift und so weiter. Und der erste Kranke war ja Jakob, soweit ich weiß. Da steht ja in der Schrift dann auch so drin. Und da ist eine sehr interessante Ausarbeitung drin, nämlich, dass man den Kranken in früheren Zeiten tatsächlich als Heiligen betrachtet hat. Und diesen heiligen Status, also nicht jetzt im Sinne einer Verkörperung in Form von einer Statue oder sonst was, sondern nein, man hat einfach klipp und klar erkannt, dass ein Mensch, der in einer Krankheit ist, tatsächlich eine Verbindung zu etwas hat, was von einer völlig anderen Welt herkommt und über den Körper einfach seinen Ausdruck sucht. Also so wurde das gesehen. Dann ist auch das Umfeld ganz anders mit dem umgegangen, weil man einfach gesagt hat, der ist heilig, der hat. Und deswegen steckt auch das Heilen in heilig drin. Also das ist sprachlich dann noch so ein Überbleibsel, ja. Das ist das, was wir heute gar nicht mehr so sehen, ja. Und heute gehst du ja in diese Opferrolle rein beim Arzt, und der macht dich noch so schön klein und sagt auch, sie Armer, um Gottes Willen, und alles ganz schlimm. Und schauen wir mal, da wird nur noch der Rezeptblock ausgefüllt. Weißt du, so der Arzt. Es ist so dermaßen statisch geworden, so unbeweglich, ja. Also ich gehe da auf einer Ebene voll mit, auf der anderen nicht ganz so. Wenn ich jetzt die simple Definition von Krankheiten nehmen würde, ist das ein biologisches Sonderprogramm, um das biochemische Milieu zurück in die Regulationsfähigkeit zu führen, wenn ich diesen Bereich der Regulationsfähigkeit aus welchem Grund auch immer überstrapaziert und verlassen habe. Das ist sehr individuell und hat keine Bedeutung fürs Kollektiv. Was ich aber auch beobachte, gerade im Bereich der Geisteskrankheit, dass das auch auf der kollektiven Ebene greifen kann, dass wenn eine Kultur mit ihrer Mitte zu weit aus dem Heilen sich rausmanövriert und einem kollektiven Wahn verfällt, jetzt objektiv betrachtet. Ne, wie wir alle gehen mit Geld um. Ne, denken, das ist seit Ewigkeiten und immer schon gewesen und sehen nicht, dass wir nur einer kollektiven Spielsucht unterliegen. Ne, das ist jetzt quasi, wo die Krankheit die Norm geworden ist und jetzt gibt es plötzlich einen Irren, der kriegt Pickel an den Fingern, wenn er Geld anfasst. Hat eine Geldphobie. Ja, hat eine Geldphobie, wurde von Geldallergie. allen als krank betrachtet Ja. und ist aber tatsächlich wie die mögliche Keimzelle einer Heilung von dieser Spielsucht und damit ein absolut Heiliger.
Das ist Also so auf der Ebene gibt es das. ja, genau. Also das ist genau das, ja, wo ich dann auch immer wieder sage, du findest so viel Entsprechung, wenn du jetzt wieder ins System guckst, weißt du, da hast du ja Mensch, du hast Person, ja. Du bist ein Ausweisinhaber, ja. Das ist auch ganz, auch immer wieder bezeichnend, wie krass die Sprache aufgebaut ist, ja. Wenn du sagst, ja, genau, guckst, dann ist die Person nichts anderes wie ein statisches, totes Ding in Form eines Datensatzes, ja. Und dann fängst du an, dich persönlich zu unterhalten. Das ist eine gesetzlich vorgegebene Geisteskrankheit und nichts anderes, weil du machst dich automatisch zur multiplen Persönlichkeit. Deswegen heißt das auch so, ja. Also, also man kann es manchmal nicht beschreiben, nicht erfassen, was für ein Aufwand auch betrieben wird, damit das sich in deinem Kopf oder im Kopf des Kollektivs auch ein Stück weit so manifestieren. Deswegen finde ich diese Zeiten, in denen wir gerade sind, so dermaßen genial, weil du merkst plötzlich, dass da in ganz, ganz, also in ganz, ganz vielen Bereichen so Räume aufgehen, wo niemand irgendwie vorher irgendwie geguckt hat. Ja? Und dann stellst du fest, hey, da ist eine ganz andere Welt am Wirken, ja. Wobei, da gibt es zwei Impulse drauf. Das ist spannend, weil da kollidiere ich oft mit den Mitstreitern, ne, die sonst auch so, ich sag mal, mehr Aufmerksamkeit kriegen. Manche sagen, das ist alles krank hier, das muss doch besser gehen. Und mein Ansatz ist aber mehr, das ist alles krank hier, also lasse ich es. Ist schön, dass du das Weil, sagst. ne, weil in dem, das muss doch besser gehen, da ist immer die Falle eingebaut, dass ich den Wahnsinn noch nicht bis an die Wurzel runter verstanden habe, dann Bin so irgendwie dankbar, auf dass du es zwei gerade so Drittel formulierst. Ja. der Wahnsinnshöhe ansetze und ab da versuche, neu, besser aufzubauen. Kommt Weiß ich, wenn automatisch ich. das höher, weiter, schneller Prinzip rein, was nur eine Entwicklungsrichtung in einem linearen Prinzip ist von Seiten des Materialismus. Und das hat mit dir überhaupt nichts zu tun, weil du bist alles andere als linear. Ich habe gerade vor 2 Wochen ein Video gemacht, das hieß, lass es sein. Aber nicht im Sinne von tu nichts, sondern lass es einfach sein. Ja, lass es sein, wie es ist. Und da lag eine Info drin für mich, dass ich einfach diesen Mensch oder Mensch an sich als etwas völlig Akausales beschreibe, denn du kannst das ja nicht erklären, warum es dich überhaupt gibt und wie du funktionierst und warum Energie in deinem Kopf sich in Worte formen kann. Wie willst du das logisch erklären? Ja. Du bist was Akausales und etwas Akausales wirkt durch dich. Und das draußen ist immer Normierung. Und sobald du der Normierung nicht entsprichst, bist du nicht mehr normal. Und dass mittlerweile einer zu mir sagt, sag ich mal, danke, du hast das erkannt. Schön, dass mich endlich jemand sieht. Herrlich. Das ist jetzt gerade eine wunderbare Synchronizität, das möchte ich mal so sagen. Ja. Also ich habe das durch so auf zwei Gebieten mit der Fülle. Ne, da war die Verzweiflung über den Mangel, in dem ich große, weite Teile meines Lebens vegetiert habe. Also jetzt nicht ohne zu kämpfen. Ich habe gekämpft, aber der Kampf war halt aussichtslos. Um meine Familie zu ernähren, hätte ich 100 Stunden die Woche arbeiten müssen. Und um die Arbeit zu organisieren, nochmal 40 unbezahlte Stunden obendrauf legen, um die ganzen unqualifizierten Jobs überhaupt organisiert zu kriegen. Und das war einfach ein verlorener Kampf. Und ich bin dann irgendwann in die Rebellion gegangen und habe gesagt, hier stimmt was systemisch nicht und ich akzeptiere das für mich nicht mehr. Und ich entsage jetzt diesem Wahn meine Kooperation und setze mich hin und meditiere so lange, bis ich verstanden habe, was Fülle ist. Und habe das in meinem Wahnsinn, in meiner Verrücktheit so lange durchgezogen, bis das Erfolg hatte. Und ich dann in der Lage war, die ersten Schritte in die Fülle zu gehen und muss mir seitdem über Geld verdienen auch keinerlei Gedanken mehr machen. Also überhaupt nicht. Also ich habe es einfach sein lassen, Ja. weil im Sein findet sich dieses Prinzip, dass wenn ich von Herzen denen gebe, die brauchen und mich bitten und mir dankbar sind, wenn ich gebe, und das einfach fließen lasse, da muss ich nicht nachfragen, ob etwas zurückkommt oder nicht, Genau, sondern ich es kommt tue, von was alleine. getan werden muss in dem Sinne, weil es meine Gabe ist und eine Gabe ist immer eine Aufgabe auch und Aufgaben werden abgenommen, wenn Bedarf Dann danach kannst du es ist. abgeben. Dann kann ich es abgeben, die Aufgabe kann ich abgeben an die, die annehmen. Und dann fließt das und dann stelle ich keine Rechnung und 5 Tage später
fällt mir eine Geldrolle auf den Kopf, die ist in der Regel genau dreimal so groß wie das, was ich in Rechnung hätte stellen können. So ist es. Das Universum verdreifacht immer. Und das ist das Urgesetz, das ist die Urstruktur des Universums. Und genauso im Rechtlichen, ich könnte jetzt sagen, dieses BAD-System ist de quello. Ich will die alte Reichsbürgerschaft zurück. Was natürlich ein besseres System wäre, ne, weil wir sind da ja dann wenigstens wieder souverän und so weiter und so fort. Aber ich gehe halt nicht bis auf den Boden zurück, sondern ich sage, ich stütze mich auf ein besseres menschengemachtes Gesetz. Statt einfach zu sagen, wir haben die karmische Ordnung. Jeder betrachtet alle Aspekte, für die er sich interessiert, aus allen möglichen Perspektiven. Ich muss mir gar nicht Gedanken drüber machen, ob jemand eine Strafe für eine Untat kriegt oder ja, nicht, weil die kriegt er sowieso. Das kommt ja noch dazu. Wir hatten das Recht, dass, also, weißt du, es gibt schon so ein paar Sachen, wo du sagst, also ich bin jetzt kein Verfechter von einer absolut regulierungsfreien Gesellschaft. Das sage ich nicht. Es muss Regeln geben, ein Stück weit, weil ein Zusammenleben wird sich immer in irgendeiner Form regulieren, ja, das geht ganz automatisch, ja. Nur das Maß ist da entscheidend. Also dass du sagst, also weißt du, wenn du dann C-Zeit anguckst, ja, wo mit dem SEK-Einsatz der Kindergeburtstag gestürmt wird, wo du dich dann im Kopf fasst, also, was geht denn hier ab, ja, kannst du doch nicht mehr als und das meine ich damit. Das ist so dermaßen ins Maßlose getrieben worden und da kannst du mal davon ausgehen, dass das letztendlich auch die Konsequenz ist dessen, was da draußen größer, weiter, schneller, besser und sonst wie funktionieren soll, weil diese Richtung ist nun mal eingeschlagen und die Welt muss das auch da draußen tun, das geht gar nicht anders. Ja, also alles, was du da draußen irgendwo in irgendeiner Form, sagen wir mal, in der Entwicklungskraft siehst, ja, oder feststellst, ist in der Entwicklungskraft, ja, da wird ein satanisches, luziferisches Prinzip immer irgendwie versuchen, dich da einzubinden. Und ja, na guck mal, dreh das doch mal um und betrachte es wie in der Homöopathie als Erstverschlimmerung und Heilungskrise. Ja, wir leiden seit Jahrtausenden an latenter Bürokratie. Ja, und die Leute haben nicht latent, wir an chronischer Bürokratie. Und jetzt passiert etwas, wo die chronische Krankheit in ihr akutes Stadium übergeht. Das heißt, eine Erstverschlimmerung der Symptome. Bis die Symptome so brutal das Leben zunichte machen, dass der Organismus sich in eine neue Ordnung hineinbegibt. Stell mir das gerade wirklich so mal bildlich vor, wenn du wirklich zum Arzt gehst, also ich muss mich ganz schnell, ich leide an Bürokratie. Was der dann sagt, wie meinen Sie das? Ja, akut, das ist ganz akut. Weißt du, machst mal so ein richtiges Fass auf dort, so irgendwie so Ja, das wird gerade akut. Chronisch. Genau. Haben Sie nicht irgendwas, können Sie mir nicht irgendwas verschreiben? Es gibt einen Fall, das habe ich nicht geglaubt, aber das ist tatsächlich so. Da hat jemand tatsächlich sich arbeitsunfähig, also der hat eine Berufsunfähigkeitsrente gekriegt, weil er gesagt hat, ich weiß gar nicht, alle sagen Person zu mir, aber ich bin doch ein Mensch und ich weiß gar nicht, was Person ist und so die Richtung, weißt du, es ging in diese Richtung. Der wurde als berufsunfähig tatsächlich diagnostiziert. Also da gibt es einen Fall. Ja, das ist ein paar Jahre her, aber ich weiß, dass das gegeben hat. Aber nicht entmündigt. Nein? Das ist gut. Hat er gut gemacht. Krass. Ja, also das sind einfach die Dinge, die dann so das Highlight so zwischendrin machen. Also das Absurde sucht sich dann doch schon immer so diesen Weg der Wirkung noch in irgendeiner Form. Du brauchst ja bloß die Nachrichten anmachen. Ich habe heute mal wieder in die Zeitung geschaut. Schlagzeile heute von einem CDU-Politiker aus was weiß ich woher, interessiert mich auch nicht, aber wir werden bald 47 Grad im Sommer haben. Das steht da in großen orangenen Buchstaben auf der Boulevardpresse obendrauf, wo du dich dann fragst, bitte was? Und das nach diesem Sommer, der ja eigentlich kein Sommer war. Du fragst dich, was ist mit denen los? Die sehen das nicht mehr. Das ist irgendeine Agenda, die dahinter steckt, die immer nur alles noch schlimmer darstellt, damit es noch besser verbessert werden kann. Mit irgendwelchen Gesetzen. Und das wird sich irgendwann auflösen. Ich sage, dass das implodiert irgendwann, und weil immer mehr auf den Trichter kommen, dass sie es einfach sein lassen. Also das Letzte, was ich gehört habe, jetzt sollen die Wälder abgeholzt werden, weil sie uns das Wasser klauen. Ja, da war auch was. Und man muss die Baumstämme dann verscharren, um das CO2 fest im Boden zu binden. Sowas in der Art. Ja. Das kam, glaube ich, von Bill Gates, wo ich dachte,
Also wenn der erfolgreiche Krebsarzt in München Hunderte von Patienten in die Heilung bringt, weil er einfach die allseits bekannten alternativen Krebstherapien miteinander kombiniert und damit ungeheuer erfolgreich ist, dann wird er für unzurechnungsfähig erklärt, ihm wird Größenwahn attestiert, weil ihm unterstellt wird, er würde behaupten, er könnte Krebs heilen und wird dann mit SEK gesucht, um in die Klapse eingewiesen zu werden zur Zwangsmedikamentisierung. Ja, weil er noch nicht mal behauptet hat, er hat ja nicht gesagt, er hat ja nicht Werbung gemacht, ich heile Krebs. Das war Mund-zu-Mund-Propaganda, seine Praxis war einfach nur überlaufen, weil er Erfolg hatte. Ja, wo war irgendein Neider Ja, dabei, der gesagt hat, der so. verdient mehr wie ich. Wo ich Immer schon denke, neidisch. wann kommt mal jemand und macht das Gleiche mit diesen Irren da oben, die der Meinung sind, sie könnten das Klima retten, indem sie Wälder abholzen, obwohl doch jedes Kind weiß, dass es über der Wüste 50 Grad heiß ist und über dem tropischen Regenwald niemals mehr als 25. Das kann man doch nachmessen. Ja, und dass es das Wasserhalten ist, was die Temperatur stabilisiert. Wem sagst du das? Ja. Das ist in der Wissenschaft völlig bekannt. Aber wieso dürfen diese Leute so einen Unfug von sich geben? Und wieso lässt man sie dann auch tatsächlich Wälder aufkaufen, die sie dann abholzen können, statt zu sagen, Moment mal, das ist Beschädigung von allgemein Besitz, von Gemeineigentum. Dieser Planet, den bewohnen wir gemeinsam. Finger von weg. Ist so. Ja. Andererseits, das ist schon was, was ich dann auch noch mitgekriegt habe. Also, das hat man dann festgestellt, da gab es auch mehrere Berichte im Mainstream drüber, die Rekultivierung. Also, wenn zum Beispiel in Südamerika die Tropenwälder abgeholzt wurden und der Bauer, der das Feld da dann, ne, hat er nichts mehr gemacht, dann wurde tatsächlich festgestellt, dass also fast 80% der Flora und Fauna, auch das, was ausgestorben war, ist nach circa 6 Monaten schon sichtbar und nach einem Jahr, ja, ist das ungefähr alles wieder da. Also nicht die hohen Bäume, die müssen schon eine Weile wachsen, aber es ist zumindest so, dass die Natur von sich aus das alles wieder in eine, ich sag mal, harmonische Form zurückführt. Da brauchst du gar nichts machen. Also deswegen, das ist eine Kraft, ja, die versuchen, einer Kraft Herr zu werden, die von vornherein darauf ausgelegt ist, hier ein Harmonieprinzip in Reinform wirken zu lassen. Und je mehr sie das versuchen, ja, umso schlimmer wird es einfach auch die Gegenreaktion werden. Es wird immer in Harmonie landen. Die können machen, was sie wollen. Deswegen bin ich da auch absolut zuversichtlich, dass nichts passieren wird. Auf die lange Hand, ja, also das Einzige, was tatsächlich Exitus ist, wäre flächendeckender Atomkrieg. Ja, da gibt es ja auch die verschiedensten Sachen, weißt du, jetzt guckst du mal Fukushima an, guck dir Tschernobyl an, da leben immer noch, also leben Leute noch im Gebiet. Wenn das wirklich mit den Halbwertszeiten alles stimmt, warum ist Hiroshima so voll besiedelt? Warum steht die Stadt nach 50 Jahren wieder da und Nagasaki? Das passt alles nicht zusammen. Also da ist irgendwo auch der Information, ich weiß nicht. Ich kenne Segler, die sagen, die sind Transpazifik gesegelt und sie haben keinen Fisch mehr gesehen, außer ein paar Wale, die Kiel oben schwimmen. Okay. Ja. Ja, Ja, wie das also, weiß ich, ne? und Also. der Boden hat normalerweise eine Bedeckung von 2% mit totem Getier und er war in den Jahren danach zu 97% mit Leichen bedeckt, der Pazifik. Das ist schon ein krasser Eingriff. Natürlich, Also also das der Schmerz, spreche ich der nicht da ab, entsteht. aber. Also ich glaube nicht, dass es reicht für die Komplettausrottung, weil die radioaktiven Nuklide ja auch mit den Leichen auf den Boden sinken und da unten nicht mehr Teil der Ja. Nahrungskette sind. Aber ich will nicht wissen, was das an Schmerz produziert in der Das kommt dazu. Ich Biosphäre. glaube, das ist das größere Thema an der ganzen Geschichte, weil das wird sich auch in ein Kollektiv übertragen. Ja? Ob das jetzt vom Tier kommt oder vom Menschen, das macht da, glaube ich, keinen großen Unterschied. Es ist natürlich eine Information, die dann auch da ist und die muss ja auch irgendwo verwertet werden. Da bin ich ganz mit, ganz klar. Ja. Aber weißt du, so wie wir über Selbstheilungskräfte verfügen, hat das der Planet mit Sicherheit auch. Für mich ist das eh nichts anderes wie ein riesengroßer Organismus, der mit uns zusammen in irgendeiner Form wirkt, lebt. Ja, denke ich. Ja, die alte Dame ist bei guter Dinge, also die ist guter Dinge, die hat gute Laune.
Die weiß schon, dass wir das Ruder diesmal rumgerissen haben. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Dass die so irgendwo im Kämmerchen sitzt und sich ins Fäustchen lacht. War nicht immer so. Also die ersten Begegnungen, die ersten, da war noch nicht klar, welchen Weg die Menschheit nimmt. Und da war sie für sich im Schmerz und bezüglich der Menschen relativ angepisst. Das ist richtig. Aber da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Und das Miteinander wird von Ich sage ja auch nicht, Begegnung zu also Begegnung auch wenn liebevoll. du politisch mal drauf schaust, weißt du, wenn du so in den 80ern so dieses Umweltbewusstsein, das war alles die richtige Idee. Ja, also vom Grundsatz her war das schon alles die richtige Idee. Nur wenn du dir das heute anguckst, und da steckst du wieder in diesem höher, weiter, besser, schneller drin. Ja, also du siehst ja von diesem ursprünglichen wirklich nur noch, wie viel, da ist nichts mehr da, weißt du? Und diesen Impuls der Naturverbundenheit, den hat es schon geben müssen. Wenn du dir in den 60ern anguckst, wie die Flüsse ausgesehen haben, nach der ganzen Industrialisierung oder auch nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, da brauchen wir ja gerade drüber reden. Und deswegen war das schon ein richtiger Impuls. Nur, das in so eine. In so eine Energie reinzusetzen, dass die Leute, die jetzt gegen das Wald abholzen oder beim Waldsterben da rum demonstriert haben, jetzt dafür sorgen, dass bis zum letzten Vorgarten noch ein Windrad hingestellt werden muss, ja, oder ganze Wälder abgeholzt werden, nur dass deine Solaranlagen da in irgendeiner Form stehen können. Da fasse ich mir in den Kopf und frage mich, was soll das? Na, also das kann ich schon verstehen, was da passiert. Da habe ich, also ich habe in meinem Leben, ich glaube, 5 der Gründungsmitglieder der Grünen persönlich kennengelernt. Die sind mir so peu à peu alle mal vor die Nase gelaufen und wir haben uns ausgetauscht und die haben erzählt, wann sie schreiend rausgerannt sind wegen der feindlichen Übernahme durchs System. Und die sagen alle gleichermaßen, die letzten Echten waren Bastian und Kelly. Und die sind verselbstmordet worden dann. Und damit war die Grüne Partei komplett übernommen von den gleichen, die auch die anderen Parteien. Ja, und bis dahin hatten die ja auch, weiß ich, keinen Zugang zu den Sicherheitsgremien, ja, weil der Verfassungsschutz eine demokratisch gewählte Partei daran gehindert hat, ihre Arbeit zu tun. Und als sie dann unterwandert waren und völlig undemokratisch, dann durften sie natürlich in den Zoo mit rein. Und so ist das mit allen. Ja. Entweder sie werden übernommen, unterwandert und dann dürfen sie der nächste Kasperlekopf sein, oder aber sie sind echt und dann wird man sie nie an die Regierung lassen. Deswegen dieses ganze Konzept Demokratie, so wie es im Moment gespielt wird, außer vielleicht regional, lokal in der Schweiz, das ist wohl ganz witzig, wie es da läuft, kann man komplett in die Tonne kloppen. Ja, weil es geht nie gut aus, wenn 51% über 49% herrschen, weil das sind keine Mehrheiten für mich, weißt du? Und also ich hab kein Problem, mich an irgendetwas zu halten, wenn eine Mehrheit tatsächlich im Kollektiv eine Entscheidung trifft und sagt, das wäre gut, ja, dann hat man zumindest auch die Möglichkeit, das für sich dann auch anzunehmen. Wenn zum Beispiel 80% sagen, so und so und so und so, und wenn es schon Mist, ja, dann über diesen Weg, aber dieses Geschachere da, weißt du, und all das, Na, dann alles. die Mehrheiten werden doch über manipulative Medienmacht überhaupt erstellt und das ist auch kein Geheimnis. Nee, Warum völlig nicht. geht in den USA jeder Präsident in den Wahlkampf und alle wissen, dass die Höhe der Spendengelder darüber entscheiden, wer das Rennen macht? Natürlich. Ja, das ist ein internes Ringen des Kapitals um kleine Pöstchen. Und wer halt mehr an den richtigen Kandidaten gibt, der kriegt das Pöstchen und seine Industrie wird mehr gefördert im Aber hier Nachgang. nicht Also, anders. Das ist hier Lobbyarbeit, ja, und all das. Ja. Ich erinnere nur an Hotel und 7% und was da alles nee, nee, war. nee, nee, das ist jetzt Gruselkabinett. Ja. Das ist tatsächlich schon sehr weit in dieser Erstverschlimmerung drin, wo sich die wahren Gesichter der Dinge zeigen, weil, oh, jetzt bin ich wieder in der Versuchung, mich strafbar zu machen. Wie kann man das denn so formulieren, dass das nicht strafbar ist? Also Dann lassen wir es. Dann wirken wir das ich sag Thema. mal, Tim Kellner, der macht ja nur Videos online, wo die Akteure gezeigt werden mit dem, was sie reden. Also er Ja. zitiert sie nur und Ja. steht schon vor Gericht. Ja, das ist so. Ja, also. Ja, aber weißt du, das Zensieren, das hat ja Tradition. Das fängt an der Schule schon an. Ja, du hast ja deine Zensur.
Ja, da wird nur das vom System gewollte Wissen So ist positiv es. Ja. sanktioniert. Also auch staatlicher Erziehungsauftrag, ja, wenn du das anhörst, ja, dann wissen die ganz genau, wie so ein Bürger zu ticken hat und was er glauben, wissen, verstehen soll und was eben nicht, ja. Auch der Aufruf, glauben Sie nur den Qualitätsmedien, den man da gehört hat, wo man sich dann fragen musste, wenn man das heute so anguckt, was ist hier noch Qualität? Ich kann das beim besten Willen nicht mehr qualitativ beurteilen, den ganzen Schwachsinn da draußen. Ich habe aktuell auch eine Sendung laufen, die heißt Angst der Woche. Ja, das wird pro Woche irgendein. Da ist Zeugs rausgekommen. Ah, du machst dir kein Bild. Ja, also, was weiß ich, es gab vor 3 Monaten ein Ranking in den Tageszeitungen, welche Stadt wohl am besten auf eine Zombie-Apokalypse vorbereitet. Das ist lauter so ein Schwachsinn, wo du dann nicht mehr fragst, das ist das Papier nicht wert, was da drauf steht. Weißt du? Also nichts mehr von Qualitätsmedien. Also spätestens da war es aus. Ja, tut mir leid. Ja, oder wenn du das Grundwasser ziehst, ja, kippt die Erdachse und lauter so Zeug, was du da hast mitgekriegt hast, also ich gedacht habe, das kann ja nicht wahr sein. Es gibt Leute, die sitzen am Stammtisch und unterhalten sich darüber. Da fragst du dich, was ist los hier? Ja, was ist denn hier los? Und für mich ist das ganze Thema hier nichts anderes wie eine groß angelegte Agenda, dich jeden Einzelnen so in die Kraft zu ziehen, dass er nicht mehr in das guckt, was wichtig ist. Und das, was wichtig ist, das ist die Einzigartigkeit, die du in deinem Leben mitbringst, dass du dich davon abkehrst, ja, und dich zur Norm, ja, bekennst. So sieht es für mich langsam aus. Und die interessieren sich einen Scheißdreck für uns. Anders kann man es nicht sagen. Die interessieren sich sehr für unsere Seele. Ah, das ist mit Sicherheit so. Die brauchen sie für etwas. Ja. Ist halt scheiße, wenn du der Einzige bist, der hier was zustande bringt und jeder auf dich angewiesen ist. Man möchte das einfach nicht sagen. Ja. Ach, ich bin eigentlich ganz, ganz glücklich mit der Arbeitsverteilung. Weil es passiert gerade total nicht linear. Das ist, als ob sich die älteren Seelen ganz still, klammheimlich verabredet hätten. Das Ruder rumzureißen, und es ist kein Plan ersichtlich. Es ist alles quasi dem kosmischen Willen als Gesetz unterworfen. Und das ist auch das, was die Dinge begleitet, führt, zeitlich taktet, ganz wichtig. Ne? Die Qualitäten sind alle da, kommen 5 Minuten zu spät raus mit einer Qualität und sie wird zerschmettert. Ne? Kommt 5 Minuten, das habe ich gesagt, zu früh, zu spät, egal, wenn du daneben liegst, geht es nicht. Es ist genau eine Zeitqualität, in der es kommen muss. Und es ist ein Trommelfeuer von Führung, das jeder Einzelne kriegt, um in der Taktung so präzise zu sein, dass dieses Räderwerk der Selbstheilung jetzt tatsächlich ins Rollen kommt. Ja. Und ich sage nur, das Gesetz des Exponenten arbeitet mit uns. Ja, wir erstellen eine Qualität. Wenn die viral wird und sich vervielfältigt, dann kommt das Gesetz der 100 Affen. Und dann haben die verkackt, bevor sie A sagen können. Also die anderen. Ja, natürlich. Das ist ja das Schöne, weißt du, auch zu erleben, dass das so ganz, ganz, ganz langsam, also auch in kleinen Schritten, ja, immer mehr an nicht-linearen Informationen da sind. Das ist so dermaßen, also man merkt erstmal, und das ist aus meiner Sicht auch dann diese wahre Vielfalt, um die es da eigentlich letztendlich geht. Ich habe gestern Abend eine kleine Aufnahme noch gemacht und da habe ich einen Vergleich gezogen mit dem menschlichen Dasein. Ja. Und wir reden immer über diese Lichtwesen, das Licht und immer und weißt du, was man das alles hört, Esoterik, spirituell und so weiter. Es ist mittlerweile schon so durchgelutscht, ja, dass ich diese Begriffe schon gar nicht mehr verwenden möchte, weil es nicht den Kern der Sache trifft. Ja. Ich habe gestern so einen schönen Vergleich gemacht mit einem Prisma. Also du bist tatsächlich mit diesem göttlichen Funken ausgestattet und das, was du tust, ist nichts anderes wie das Fächern deines Lichts in diese Welt. Es ist keine Spaltung oder Trennung, sondern du fächerst dich einfach auf und gibst dieses Wirken in das Kollektiv rein. Und das ist die wahre, ich denke mal,
Nicht mal, da ist nicht mal das Thema eines linearen Wachstums drin, sondern mir geht es da einfach nur noch ums Anreichern des Gesamten, was es ist. Ja? Und das haben wir unser Leben lang gemacht. Wir haben uns mit Wissen angereichert, wir haben unseren Körper angereichert. Und das hat nichts, da steckt für mich keine Zeitqualität. Es geht immer für mich um den Raum. Das ist, glaube ich, das, was jeden Menschen ein Stück weit auch so langsam, ja, erreicht. Genau. Wenn ich aufhöre, darüber zu philosophieren, dass andere etwas tun müssten, damit sich hier was bessert und mal bei mir bleibe, dann ist genau dieses Auffächern notwendig und Genau, hinreichend. das ist es. Ja. Und da bist du in der eigenen Antwort, in der Selbstantwort, ja, wenn man das mal so sagt. Ja. Und ich habe auch so langsam für mich auch so herausgefunden, dass das ganze Gefüge, in dem wir, sehr spannendes Wort, in dem wir uns hier befinden, mit Erde, mit Himmel, mit allem drum und dran, ob du es kosmisch nimmst, wie auch immer, ja, es ist immer nur auf diesen einzigen Aspekt der wahren Harmonie ausgerichtet. Das ist alles, um was es geht. Und das Fächern, was du mitbringst, soll nichts anderes machen, wie diesen Prozess zu unterstützen. Nur so ist eine Lebensqualität eigentlich erstmal erzielbar. Sobald du dieses Höher, Weiter, Schneller gehst, ist davon nichts mehr übrig, gar nichts mehr. Weil du hechelst dein Leben lang da durch und versuchst, noch besser zu werden, noch besser, noch besser, noch besser. Das frisst dich regelrecht auf. Wobei da ist eine Falle mit drin, mit dem Suchen nach der Harmonie. Weil wenn etwas die Ordnung verloren hat oder ein Ordnungswechsel überfällig ist und ich metastabil in der alten Ordnung hänge, dann muss ich A durchs Chaos durch. Ja. Und das ist immer auch schmerzhaft, auch, also nicht nur, aber auch schmerzhaft. Und die Kräfte, die dafür sorgen, sind witzigerweise, also dass das alles vonstatten geht, sind witzigerweise genau das, was wir so gemeinhin als böse wahrnehmen. Ja, also wenn ich mir angucke, was ist das satanische Prinzip? Das satanische Prinzip ist das Prinzip der Reinszenierung von Trauma, um die Seele an den Punkt zu kommen, wo die Neuinszenierung so viel Schmerz erzeugt, dass das Hinübergleiten der Seele von dem aktuell gelebten Schmerz in den Heilungsschmerz funktional machbar wird. Na, also wenn ich ein Trauma habe und es geht mir gut, dann habe ich keinen Anlass, das Trauma aufzulösen, weil dann müsste ich ja mich freiwillig zurück in den Schmerz begeben. Deswegen, da keiner das macht, brauche ich dieses Prinzip der Reinszenierung. Ja, da kommt dann die Dunkelseite und manipuliert mich in die Katastrophe hinein, damit ich den gleichen Schmerz nochmal erlebe, in der Hoffnung, dass sich dann mein Trauma einrenkt, weil ich im nächsten Anlauf halt gewachsen bin und es schultern kann. Ja. Also, was ist jetzt? Ist das satanische Böse oder ist es die Medizin, die wir brauchen, um unsere Gefühlsfaulheit zu überwinden? Und dann bin ich schon nicht mehr im Urteilen, wenn ich das erkannt habe Ja. und gesehen habe. Und wenn ich mir gucke, was ist denn der Urquell des Luziferischen? Der Urquell des Luziferischen ist die Langeweile. Ja, die haben gesagt, so in der göttlichen Ordnung, wie sie da ist, findet Wachstum nur sehr langsam statt, weil wenig Impulse ankommen beim Individuum. Ja. Ja, Milliarden einen und denselben Garten pflegen, das wird halt langweilig irgendwann. So, wie kann das Wachstum denn jetzt befeuert werden? So, mit den gegebenen Gesetzmäßigkeiten ging das nicht. Also kam der gute Luzi auf die Idee, ein paar mehr Freiheitsgrade zu schöpfen und hat sein Herz verkauft. Weil ohne Herz habe ich mehr Möglichkeiten. Und dann habe ich die Möglichkeit zu fallen. Und dann kriege ich plötzlich Konstellationen, die sind so atemberaubend. Die, also in der so geschöpften Dualität, kriege ich einfach Freiheitsgrade, die sind unglaublich aufregend und lehrreich. Anziehend. So, und wenn man drin ist, wenn man drin steckt in diesen ganzen Zwisten und Dualitätssachen, dann sagt man, oh, das Böse muss ich besiegen, damit ich endlich wieder in Ordnung komme. Wenn man aus dem Gröbsten raus ist, kann man nur da stehen und sagen, was für eine Inszenierung
was für eine Inszenierung, die wir da erlebt haben. Wenn du mich heute fragst, würde ich im Nachhinein darauf verzichten wollen? Da gebe ich dem Schöpfer recht, dass der Luzifer hat machen lassen. Nee. Also der Versuch, der war auf jeden Fall lehrreich und aufregend. Und ich muss aber halt dieses Nicht-Fühlen-Wollen überwunden haben. Ja, das ist, solange ich im Widerstand gegen meine fühlende Natur bin und sage, oh, das Angenehme, das will ich haben. Das Unangenehme soll mir bitte von der Pelle bleiben, geht die Rechnung natürlich nicht auf. Ja, das ist ja auch das, was du im Kranksein dann auch hast. Ja, also exakt das. Ja. Du gehst ja zurück in diese Komfortzone und guckst nicht an, wo es herkommt. Und dann reduziert man das Ganze wirklich auf dieses schulmedizinische Prinzip und sagt, naja, du schluckst ein Pillchen da und dann geht es dir schon wieder besser, so in der Art. Oder wir machen dann das Programm, das Programm, das Programm, das Programm, das Programm. Ohne eigentlich genau hinzugucken, was da mit dir kommuniziert. Ja. Und da sind mit Sicherheit Prozesse notwendig, die... Ja. Du, das ist so krass in der Einzelbehandlung. Ich habe eine Weile mal nicht so streng aufgepasst und hatte dann hin und wieder Klienten, die unter Psychopharmaka standen. Und die haben das nicht kommuniziert, weil ich nicht danach gefragt habe. Und ich saß dann da und denke, was ist das für ein Dämon? Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, also dachte so Winkelzüge der Schwarzmagie, die mir bisher verborgen geblieben sind, aber so krass. Ich versuche in dieser Seele reinzufühlen, um zu gucken, wo hängt das Trauma, wo ist der Seelenverlust. Und mich verschlingt ein schwarzes Loch und ich bin im Nichts. Ich bin einfach im Nichts, wenn ich mich mit diesem Menschen verbinde. Und ich fühle nichts, ich sehe nichts, es ist alles schwarz und kalt und die Zeit steht still. Und oh, schnell wieder raus aus dem Feld und dann nach 3 Stunden suchen, was ist das für eine üble Magie, kommt da die Antwort, ja, Antidepressiva. Sonst funktioniere ich nicht im Alltag, ich muss doch für meine Tochter da sein. Man fasst es nicht. Ja? Also man fasst es manchmal wirklich nicht. Ja, und das soll Heilung sein. Ja. Ja, aber da wird schon was geheilt, nur du bist es nicht. Ja, das ist Heilung, da heilt sich das Konto oder irgendwie sowas. Das kannst du sagen, aber das geht. Einige Konten. Ja, ja, das geht so an der Sache vorbei, ja. Und weißt du, es ist auch mittlerweile schon, also da haben wir jetzt mittlerweile schon ganz viel, auch gerade was das Geburtenthema. Frank Robert Bileski, der da mit der natürlichen Geburt da am Wirken ist, so was der erzählt, wenn man sagt, was da schon abläuft, was im Vorfeld schon von Seiten der Schulmedizin alles durchgeführt wird, damit du ja nicht in diese natürliche Beziehung Mutter-Kind da reinkommst. Das sind schon die ersten Trauma, sage ich mal, Traumata schon gesetzt, ja, das fängt da schon an, ja, und das zieht sich dann durch dein Leben durch wie so ein roter Faden, ja. Dann kriegst du diesen ganzen kausalen Mist ab dem Kindergarten mit ins Hirn gedrückt, dass du ja nicht auf deine Einzigartigkeit in irgendeiner Form zu erkennen. Ja, aber ich merke, da ist wieder die Tendenz, sich darüber aufzuregen, wie schrecklich doch alles ist. Na, da also, ich Gottes Willen, nur ich nehme das alles lassen, so an. Lassen und Lassen, besser machen. Ja, sein lassen. Ganz genau. Reinlassen und besser machen. Genau. Ne? Mir geht es immer nur darum, dass du den Blick dafür kriegst. Ja? Also, dass du einfach auch die Dinge so anschaust, wie sie wirklich sind. Ja? Ich habe gerade gestern auch gesagt, es gibt zwei Arten des Sehens. Es gibt das Sehen, das guckst du dir halt einfach an. Aber Sehen an sich hat auch was mit Verbindung zu tun. Ja? Also, da heißt für mich auch ganz klar, dass du in dem Moment, wo du nur siehst, ja, dann machst du eigentlich genau das, du spaltest ja die Dinge dann auch auf, das ist jetzt gut für mich, das ist schlecht für mich, du siehst das Ganze nicht, ja, und dann das ist kein Sehen, ja, das Sehen in der Gesamtheit, in Gänze zu sehen, das ist eigentlich das, wo du dann auch feststellen kannst, was alles schief läuft und spätestens da, ja, ist dann... Lass uns mal zusammen schnell Durchlauf machen. Ich fange mal an. Also, das Gesundheitssystem macht krank. Der Bildungsapparat verblödet bis zum Anschlag. Ja. Die Aufklärung war eine staatlich verordnete Schizophrenie, weil man kann nicht die Welt teilen in zwei Bereiche, die diametral im Widerspruch zueinander stehen. Das macht im ganzen kollektiven Denken sofort und
bis Vollanschlag schizophren. Da habe ich den Glauben, der total verblödet, und das Wissen, das ist blind, weil ich meine eigenen Sinne verleugne. Ja. Ja? Und nur so kann ich diese Schizophrenie erzeugen. Ich habe 10 Gebote, die als Social Engineering Instrument im Grunde das Gegenteil von dem erzeugen, was sie befehlen, über dieses Einführung der komischen Negierung. Ja, du sollst nicht töten, was liest das Unterbewusstsein? Du sollst töten, weil die Sprache eben so gestrickt ist, und das Nein, das gab es vorher nicht. Ja, denk nicht an den blauen Elefanten, ja, da hast du schon verkackt, das geht halt nicht. Und über diesen Double Bind von ich initiiere etwas, was ich gleichzeitig verbiete, kreiere ich Unterbewusstsein. Das ist der Unterbewusstseinsmotor, der das ganze Reinszenieren von unbewusstem Schmerz erst möglich macht. Und das ist uns verkauft worden als kulturstiftend. Ah, ist das böse. Ist das böse. Ja. Kannst du weitermachen? Was fällt dir noch auf? So einfach mal so, wumm. War es eigentlich schon, ja, genau. Ja. Selbst, weißt du, das Schöne an der ganzen Geschichte ist, dass diese ganze Sache jetzt mittlerweile, und das ist, glaube ich, der Geist der Zeit, ja, dass dieses höher, weiter, schneller Prinzip, das so ins Absurde führen muss, die kommen da gar nicht drum rum. Und genau dadurch, dass es in diesen Absurditäten eben momentan drinsteckt, schaffst du es erstmal, auch den Blick wieder aufs Ganze zu werfen. Ja. Und das ist genau. Das, was gerade stattfindet. Ohne Geld gibt es keine Gerechtigkeit. Deswegen haben wir mit Geld 1% der Bevölkerung, den 95% allen Vermögens gehört. Genau. Das Leistungsprinzip, alle die gleichen Chancen haben. Pack's ab. Ja? Und genau das meine ich damit. Und weißt du, es bringt gar nichts, da in die Revolution zu gehen. Ein kollektiver Lachkrampf brauchst. Es braucht einen kollektiven Lachkrampf. Ja, ich glaube, du musst wirklich diese, ich sag's mal auf Deutsch, es soll so eine Leck mich am Arsch-Einstellung in dir selbst aufbauen, dass du es wirklich aus vollem Herzen sein lassen kannst. Ja, und das ist die wahre Veränderung auch für mich. Ja, also einfach auch sagen, okay, dann lass mal sein. Dann lass ich und es dann sein. Besser machen. Ich lasse es sein. Und gut. Ja, genau. Und dann schaue ich mal, was dann passiert. Deswegen geht morgen die Sonne trotzdem auf. Das ist ja das Schöne. Du kannst gar nichts dagegen machen. Vielleicht haben die da noch was im Petto mit der Sonne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, da war was. Da war doch was. Also wenn sie das noch hinkriegen, dann glaube ich tatsächlich an den Weltuntergang. Nur zum Angst machen da. Die böse Sonne. Ja, die Angst ist schon ein faszinierendes Tool. Wobei auch das kann man aufdröseln. Ja, klar. Weil es gibt ja die erwachsene Angst vor dem Löwen. Ja, die pusht den Adrenalin-Level so hoch, dass du dann vielleicht doch ein bisschen schneller rennst als er. Ja, außer du klebst auf der Straße. Na, dann nicht. Aber die ist gesund. Dann gibt es die Angst vor dem Vater, der gesagt hat, verlass das Dorf nicht, da draußen ist der Löwe. Und dann stehe ich in der Prärie, werde bald gefressen von dem Löwen und ringe nur mit meinem verletzten Gebot in mir, weil ich nicht tue, was Papa gesagt hat. Das ist quasi die Kinderangst, weil wir nie initiieren dürfen und nicht mehr erwachsen werden dürfen. Hängen wir an Kinderstrukturen, die wir dann auf Kirche und Staat projizieren, und dann haben wir vor der Polizei Angst, wo ich denke, wie kann man eine Truppe von uniformierten Menschen, die auf irgendwelchen Gesetzestexten rumreiten, wie kann man die überhaupt ernst nehmen? Geht doch gar nicht. Wieso sollte ich vor denen Angst haben? Ja, ich unterliege doch dem karmischen Gesetz. Ich will nichts Böses. Ich folge der Liebe, also kann mir nur Liebe begegnen. Warum sollte ich vor denen Angst haben? Kann ich nicht. Es ist auch so ein schönes Anzeichen, wenn du dann da drin steckst in diesen Gefühlen. Ja, das sagt ja nichts über den Zustand der Welt aus, sondern es sagt ja was über dich aus. Und in dem Moment, wo du das spürst, ja, und wirklich den Blick fürs Ganze mal wieder, ja, was ist das, ja,
da kommst du logischerweise auch immer in diesen akausalen Bereich rein, weil das, was tatsächlich mit dir kommuniziert, das braucht keine Worte. Das wird sich mit einem Gefühl melden, vielleicht auch mit einem Bild, vielleicht auch mit einem Klang. Das kommt ganz automatisch. Aber das Riesenthema ist, glaube ich, dass die meisten überhaupt kein Trauen in sich mehr haben. Weißt du, das ist so dermaßen wegdiskutiert. Ja, ich sag's jetzt mal so: wegargumentiert, wegerklärt. Ja, und am besten musst du es ja, das ist, da gehe ich ganz mit, das ist ein jahrhundertelanger Prozess, ja, fängt schon mit Heliozentrik an, dann kommt Darwin mit seiner Affentheorie, ja, und all der ganze Schwachsinn da draußen. Das ist nur dazu da, um A, Erde, dich, dein Dasein auf so einen kleinen Punkt runter zu reduzieren, dass du dir selber keine Wertigkeit mehr zutraust. Und in dem Moment, wo du das geschafft hast, bist du das perfekte Lamm. Ist so. Ja, ist irgendwas schief gegangen bei mir. Ich weiß nicht. Das haben die übersehen. Ich weiß auch nicht, was ich gemacht habe, aber ich habe an dem Tag wahrscheinlich nicht aufgepasst oder habe ein Liebesbriefchen geschrieben oder irgendwas. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist der. Es ist wieder dieses Motiv, dass die Verrückten die Dinge zurechtrücken können. Ich glaube, das ist das Autismus-Spektrum. Es gibt Also von beiden das Social Engineering, warte, wäre erfolgreich gewesen, wenn es das Phänomen Autismus-Spektrum nicht gegeben hatte. Aber die ganzen ADS, ADHS, Asperger-Opfer, sage ich mal, weil das ist ja Opfer sein einer Vergiftung, die haben diesen Wahn in sich, dass sie sich selbst vertrauen. Also sie sind so isoliert in ihrem Verlorensein, dass sie gar von Anfang an gar nichts haben, worauf sie sich im Sozialen beziehen könnten. Ja, die sind unverbiegbar, weil sie keine Berührung mehr haben. Genau. Oder die können mit dem gar nicht, weißt du, in Berührung kommen. Da ist irgendwas blockiert und das ist ja ein unschätzbarer Wert eigentlich. Das sind so wahrscheinlich diese letzten 2%, die du nicht kriegst. Es gibt eine schöne Ausarbeitung von Weinreb, der hat ein wunderbares Buch geschrieben, Schöpfung im Wort. Also geht es viel um Sprache und der beschreibt das in einem natürlichen Prozess. Ja? Und wenn du ihn, das ist in den 80ern geschrieben worden und ich fand diesen Vergleich einfach so wunderbar, dass die gesamte Menschheit, so ein Kollektiv, ja, einen Punkt erreichen wird, in dem sie am weitesten weg ist vom Göttlichen, am weitesten weg. Und in dem Moment, wo der Punkt erreicht ist, ja, schaltet sich dieses Göttliche ganz automatisch ein und führt das Ganze in die Umkehrung. Dass das irgendwie so von vornherein so installiert ist, ja, dass das gar nicht anders geht. Ja? Weil sonst wenn das nicht gekommen wäre, ja, in so einer Form oder in so einer Vehemenz oder in so einer Kraft, so wie es gerade ist, dann hätte, ja, und ich glaube das mittlerweile auch, ja. Also ich verstehe die Geschichte ein bisschen anders, wenn ich das quasi intergalaktisch betrachte, sind wir ja nicht die Ersten, die assimiliert werden von KI, von satanischem Borg-Bewusstsein. Und alle anderen Gattungen sind gefallen, haben ihre Planeten zerstört und haben sich eingereiht in die Gattungen, die ohne Heimatplanet auf Schiffen durchs All kreuzen und weitere Planeten assimilieren, ja, so wie Ray Kurzweil als Chef-Transhumanist sagt, wir werden unsere Nanobots ins Weltall schicken und mehr Planeten kolonialisieren, um Materie und Energie zu ernten. Und was das heißt, was habe ich neulich gesehen, da sind mir echt die Augen rausgefallen. Da legt jemand eine Genweizenähre in eine Schale mit Wasser. Das dauert 10 Sekunden, bis sich diese Genweizenähre vollgesogen hat. Und dann fängt die an, sich mit Schlängelbewegung intelligent durch diesen Topf zu bewegen und was zu suchen. Das ist transhumanistisch geerntete Materie. Da sitzt quasi die KI in jedem Genom drin und agiert aus dem Hive heraus als intelligentes Bestandteil von etwas Großem. Ja, und man kann das verstehen, wenn man Quantencomputer verstanden hat, wie quasi DNA mit D-Wave-Strukturen verschränkt sein kann. Ja, völlig krass. Und das ist ja die Vision. Und das hat sich über Jahrmillionen, hat das so funktioniert. Und da kam kein göttlicher Impuls, der diese Spezies gerettet hat. Und was mein Gefühl ist bei der Menschheit,
dass wir tatsächlich jetzt im fünften Anlauf endlich erfolgreich so geschöpft wurden, wenn man die fünf Schöpfungen, die es insgesamt gab, betrachtet, dass unsere Anbindungsfähigkeit an das Göttliche tiefer geht als das satanische Trauma strukturell. Und das ist genau die Besonderheit beim Menschen. Und wegen dieser Besonderheit passiert das so, wie du es beschreibst. Dass bevor wir Touchdown in der Selbstzerstörung, in der satanischen Reinszenierung machen, plötzlich etwas in uns erwacht und sich erinnert an die göttliche Qualität und dann aus dieser Erinnerung heraus es das Ruder rumreißen muss. Aber das ist wirklich diese Herzqualität. Also ich vergleiche das immer mit so einem Blick durch ein Gebäude, durch 20 Fenster und Türen durch. Ja, den Schöpfer fühlen und sehen zu können im eigenen Herzen. Das ist ein architektonisches Meisterwerk im Aufbau der Biologie. Ja, weil ich muss durchschauen können durch all diese Fenster gleichzeitig, um dahin gucken zu können. Und das ist fühlbar, das ist in uns angelegt, das am deutlichsten fühlbar ist das in dem hinteren Kronenchakra, also nicht das vordere, wo die ganzen satanischen Götter andocken, was immer in der Literatur erwähnt wird, sondern das hintere Kronenchakra in Verlängerung der Wirbelsäule, wo auch der Haarwirbel steht. Wenn man das Ding aufdrillt und öffnet, dann stirbt das vordere sofort, das geht ganz schnell. Das ist auch nicht schwarzmagisch geschützt. Ich weiß nicht, warum die das nicht verbarrikadiert haben. Wenn ich das aufmache, dann kann ich den Hauptlebensstrom wieder durch meine Wirbelsäule führen und bin in dieser göttlichen Anbindung, wo ich in jeder Sekunde zu 100% geführt bin. Und das ist genau diese Qualität und das haben offensichtlich andere Gattungen nicht. Ich sehe schon, Harald. Das ist heute für mich so ein bisschen ein Startpunkt. Ja? Also auch mit dem, was ich jetzt über die verschiedenen Veranstaltungen alles miterleben durfte und jetzt dich da mit drin zu haben, das ist, glaube ich, ein ganz besonderer Punkt. Und wir haben jetzt, glaube ich, eine knappe Stunde. Ich würde es gern mit diesem Thema, was du gerade hattest, so stehen lassen. Ja, ich bin mir sicher, dass diejenigen, die es anschauen, das vielleicht zwei, dreimal anhören werden, was du da eigentlich gerade genau gesagt hast. Und 1. bis 3. Dezember 2023 ist der Harald mit auf der Volition und es ist mir eine absolute Ehre, dich dort als Referent begrüßen zu dürfen. Das möchte ich an der Stelle ganz klar mal an dich noch zurückgeben. Okay, wollen wir es gut sein lassen für heute? Ich denke, es ist gut. Ich denke, das reicht. Okay. Aber hey, da kriegen wir bestimmt noch das ein oder andere geniale Video hin, da bin ich mir sicher. Ja. Es ist auch so locker flockig, es fließt. Es ja, ist so muss das auch sein. Okay, Harald, schön. Ich danke dir. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und ihr hört von uns. Bis dann, okay? Ahoi. Ahoi.